Der Frauenberg, südwestlich von Sondershausen. Hier stießen Archäologen auf eine Grabanlage, die uns zeigt, wie eng Thüringer und Franken bereits im 8. Jahrhundert miteinander verflochten waren. Wir können davon ausgehen, dass in diesem kleinen Gräberfeld, diesem sogenannten Separatfriedhof, ein Hofverband bestattet worden ist. Ein Hofverband von Adligen, die wir dem einheimischen Adel zuordnen. Reiterkrieger in großen Kammergräbern bestattet und in einiger Entfernung die Pferde, die geköpft dort bestattet worden sind und über einem dieser Pferdegräber sogar noch ein Mann darüberliegend in einer etwas atypischen Lage, wo wir vielleicht von einem Gefolgsmann ausgehen können. Holzkammergräber sind eine Neuerung, die mit den Franken in die Region kommt. Die Pferdebestattung dagegen ist ein archaischer Ritus der Thüringer. Das ist eine Sitte, die aus dem thüringischen Raum stammt. Also schon zur Zeit des Thüringer Königreichs haben sich die Thüringer Edlen mit ihren Pferden gemeinsam bestatten lassen. Schon die Autoren der Spätantike loben die Thüringer als hervorragende Reiter und Pferdezüchter. Der Legende nach soll der letzte Herrscher des Thüringer Reichs, dem König der Ostgoten, eine Herde mit 100 weißen Pferden geschenkt haben, als er dessen Tochter heiraten durfte. Bislang vermutete man, dass diese stolzen Reiterkrieger nach der Unterwerfung durch die Franken ihre kulturelle Identität aufgegeben haben. Doch die Funde von Sondershausen sprechen eine andere Sprache. Pferdebestattungen, ja sogar Menschenopfer. Sollten die Thüringer also trotz Christianisierung an ihren alten Bräuchen festgehalten haben?